Hi Leute und willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Wir möchten eigentlich noch mal ein bisschen baden gehen. So, habe ich denn noch hier irgendwas? Einmal quer durch. Sehen wir es ja. Nope, hier ist nichts. Okay, was hätten wir? Das nehmen wir nochmal mit. Haben wir das schon? Haben wir nicht? Okay. Wow. Noch eine Menge mehr übersehen, als ich eigentlich wollte. Aber ich bin auch am Anfang echt hier hin und her gerannt und wie ein Behinderter eigentlich. So, und dann plötzlich waren wir da drüben und dann war da wieder so viel. Und Mama sagt, es stört den Walker des Wasserfalls, wenn ich in der Höhle spiele. Sie findet es einfach zu gefährlich. Dabei gibt es dort ganz viele tolle Sachen. In welcher Höhle? So. Ach da, das hatten wir doch mal übersehen hier. Oder durften wir nicht rein. Jetzt fehlen immer noch ein paar Upgrades. Schießpulver. Das nehme ich gerne. Ich glaube, das ist immer Panther, kann das sein? Wenn man das abreißt. So. Sorry, abgeschossen. Alltag der Inka. What? Oh, da ist noch was Blinkendes. Da buddeln wir doch mal gerne. Okay, so. Dann müssen wir irgendwie nochmal weiter looten. Naja. Wir müssen wieder ein bisschen Geld rankriegen. Wir haben zu viel Geld ausgegeben. Oh, das hatten wir schon, okay. Das durften wir also schon mal lesen. Onuratu ist bestimmt besorgt wegen Edsley. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Das hilft dir? Ich weiß nicht. Sind alle jungen Leute verrückt geworden? Sie springen wie Ziegen durch die Anhöhen über dem Dorf. Todesangst kriegt man. Hoffentlich hast du deine wilde Zeit hinter dir. Noch nicht, fürchte ich. Natürlich nicht. Aber das wirst du noch. Genau wie diese Kinder. Irgendwann wird es ihnen zu langweilig. Irgendwann. Ich weiß nicht, ob es langweilig wird oder einfach nur der Alltag einen irgendwann einholen muss. So, da unten ist was zum Looten. Das hatte ich doch schon mal gesammelt. So. Haben wir da noch was? Hier waren wir definitiv schon. Gut. So. Hoffe ich, dass hier auch irgendwo hier vorne ist. Da. Onuratu! Sie haben Edsley gefangen. Ich weiß. Sie halten ihn in der Kaserne fest. Wir überlegen, wie wir ihn befreien. Ich wollte ihn holen, es tut mir leid. Er ist ein Krieger. Was ist das? Oh. Das ist ein Schlüssel. Sieht aus, als würde er zum Bergtempel gehören. Direkt daneben halten sie Edsley gefangen. Gibt es etwa eine Verbindung zwischen der Schatulle und der Kaserne? Besetzt der Kult deswegen den Tempel? Er ist schwer bewacht. Wenn wir dort rein wollen, müssen wir unauffällig und leise sein. Gibt es einen Hintereingang? Es gab einen neben der Salzmine, aber der wird lange nicht mehr genutzt. Das ist sehr gefährlich. Ich bin mir sicher, das schaffe ich. Mag sein. Die Opfergrube hast du auch überlebt. Ich war seit meiner Kindheit nicht mehr dort. Aber soweit ich mich erinnere, liegt die Kaserne hinter einem inneren Schutzwall. Wenn ich durch den Hintereingang reinkomme, kann ich den Weg freimachen und euch reinlassen. Erst befreien wir Edsley, dann suchen wir die Schatulle. Ich rette meinen Sohn und du holst die Schatulle.
dachte, das wäre schon die Schatzschale, weil die so silber ist. Scheinbar ist es nur ein Schlüssel. Okay. Ich habe mich schon gewundert, warum das so leicht war, die zu kriegen. Viel Gefahr war da eigentlich wirklich. Ich wurde nur einmal kurz gejagt. So. Auf einmal liegt hier was. Danke. Wer hat's denn gelegt? Unsere Abwesenheit. Hast du mal kurz Zeit? Uchu und ich haben nur geplaudert. Und Uchu, was gibt es denn? Der Tag von Ätzlis Krönung rückt näher. Er wird bald ein Mann sein und die ersten Schritte auf seinem Weg zu Paititis künftigem König machen. Klingt, als würdest du diesen Tag herbeisehen. Die Hoffnung auf diesen Tag lässt uns weiter gegen Amaru und seinen Kult kämpfen. Wir alle müssen uns manchmal daran erinnern, wofür wir kämpfen. Kann ich irgendwie helfen? Als Ätzlis Vater Sairi starb, ließ Unuratu mir die Ehre zuteil werden, sein Ersatzvater zu sein. Ich muss 3 heilige Gegenstände für die Zeremonie besorgen. Doch... Doch bei allem, was gerade los ist, schaffst du es nicht. Um welche Gegenstände geht es? Das Amulett des Retters, den Meisterbogen und das Königshorn. Durch sie segnen die Ahnen den künftigen König. Sag mir, was du brauchst und ich sehe, was ich tun kann. Ich habe schon Männer losgeschickt, um das Amulett und den Bogen zu besorgen. Wenn du jetzt noch bei Kabil, dem Instrumentenbauer, das Königshorn abholen könntest, wäre das eine große Hilfe. Er war schwierig, 2 Boten sind gescheitert. Vielleicht kannst du mit seiner Frau reden. Ich glaube, das kriege ich hin. Vorsicht, Kabil ist manchmal etwas gereizt, aber seine Frau Abra kann die Wogen glätten. Okay. Mit Kabil sprechen. Ich dachte, er wäre auch ein Ausgestoßener jetzt. Aber er hat einfach nur einen neuen Auftrag für uns. Ist hier was? Nein. So, jetzt möchte ich aber eigentlich nochmal zur Mine. Oder zum Ding da oben hin. Ist das eigentlich da, wo wir auch hin sollen? Könnte gut sein. Dann lassen wir das erstmal. So. Schneiderlein. Wo ist der Schneiderlein? Oh, ich hab was gesehen. Wie bin ich da denn vorbeigelaufen bisher? Oh Mann. Ich mach schon immer diesen Blick an und trotzdem übersehe ich noch so viel. Scheinbar. Oh, hier können wir reden. Vorsicht, Freundin von Unuratu. Die Jaguar-Krieger. Ach so. Halte Abstand zu ihnen. Sie suchen immer nach Rebellenaktivitäten. Ja, weiß ich. Ah, da ist eine Quest. Ich will auch da als erstes mal hin. Ich hoffe, die sind jetzt nicht überall. Aber wir werden sehen. So, da vorne irgendwo. Vater, komm schnell! Die Ichik! Was willst du? Wir haben jetzt keine Zeit für Unuratus Rebellion. Bist du Kabil? Uchu schickt mich wegen des Königs. Des Königshorns? Den Ruf an die Zukunft? Sieh doch, was die Zukunft meiner Gegenwart gebracht hat. Geh einfach. Der Kult fand heraus, dass Vater das Horn macht. Und hat zur Strafe die Pflanzen vergiftet. Mama wurde krank. Mein Bruder Quali sollte auf dem Markt Kräuter holen, aber er ist noch nicht zurück. Das ist furchtbar. Ich versuche, deinen Bruder zu finden und die Kräuter zu besorgen, die du brauchst. Danke. Okay. Hast du das eingesammelt? Okay, wir brauchen ein paar Kräuter. Können wir noch quatschen? Bist du ein Ausgestoßener? Ein kleiner Rat. Halte dich von der Wildnis fern. Richtig. Nee, das ist kein Monolith. Ich dachte gerade, das wäre der Monolith, aber hier war doch irgendwo einer, oder nicht? War hier nicht irgendwo? Das werde ich auf jeden Fall ernten, weil wir können es verkaufen. So, dann gehen wir jetzt mal da drüben hin. Vielleicht ist auch... Ja doch, das ist doch der Markt da vorne, oder nicht? Was mit dir? Ich gehe den ganzen Weg nicht du schon wieder. Er sagt, er will nicht handeln. Ja, kann ich gut verstehen. Wollte die nötigen Kräuter
Verzeihung. Ah, Ishik. Wie kann ich dir helfen? Ich suche Kuali, den Sohn von Kabil. Oh, der arme Junge. Chimai, einer von Kukulkans Männern, hält ihn oben am Markt in einer Zelle fest. Jetzt wartet er auf den Ao wegen der Strafe. Danke. Alles Gute, Ishik. Das ist ja ein komisches Halsband. Sieht aus wie ein Strick. Ernsthaft. Da hoch. Ich will erstmal auf den Markt. Jetzt will ich noch mehr Händler. Ja, wie läuft's denn dann so? Mit dir. Willkommen. So, wir können einiges verkaufen. Abbruch. Verkaufen. Zwei. Die Götter sind für uns. Boah. Bitte sehr. Das hat sich aber gelohnt. So, haben wir hier nochmal 7 raus. Hier nochmal 20. Die Götter sind für uns. Und so, wieder 4 von allen. Die Götter sind für uns. Das bleibt. Kann ich mal 5 Stück verkaufen. Bitte sehr. Hier nochmal 5. Die Götter sind für uns. So. Maximal 10. Ah doch, ich glaube, das passt schon wieder so. Können wir irgendwas Cooles bei dir kaufen? Nicht mehr. Hiervon habe ich gar keins. Albino Wasserschweinhaut. Erkunden Sie die Welt oder sprechen Sie mit Leuten, um seltene Raubtiere zu jagen oder seltene Albino Wasserschweinhaut zu erhalten. Als Herstellung von Outfits verwendet. Oh. Okay, die beiden habe ich noch gar nicht gehabt bisher. Vielleicht kaufe ich mal. Ah, nee, komm. Danke, ich. Wir finden bestimmt später noch ein paar. Achso. Da hoch. Ach, gehen wir aus dem Weg. Hast du auch zu ihm verstoßen eigentlich jetzt? Es kann kein Aluk sein. Das sind sicher diese Kinder. Stimmt was nicht? Oh, ja. Schade, ich dachte, er hätte irgendwas Neues zu erzählen jetzt. So langsam. So. Jetzt kann ich ruhig hier ankommen. Doch. Bei der Gerberei jetzt, ne? Oder bei der Färberei. So. Oh. Nice. Okay, es respawnt alles mal wieder ein bisschen. Deswegen ist das alles wieder da. Wahrscheinlich nicht außerhalb des Ortes, wa? Kann das sein? Dann bin ich halt doch nicht so blind, wie ich immer dachte. Und die Sachen haben wir definitiv schon mal eingesammelt. Da hoch. So, da drüben. Von hier aus komme ich hier durch. Warum geht sie hier? Hä? Habe ich jetzt nicht verstanden, aber okay. Hi. Ein Kräuterdieb. Ist bestimmt sehr gefährlich. Heute ein Diebstahl, morgen ist es ein Mord. Ein großer Sprung, findest du nicht? Willst du wirklich wissen, was ich denke? Wir sollten die kleinen Ratten alle zusammentreiben und ertränken. Jeder einzelne. Vor allem Yomil. Sein Vater mag eine Schlangenwache sein, aber er nicht. Okay. Hey, ich will gar nicht zu dir. Ich will hier rechts in das Haus, ja? Wo ist denn jetzt bitte schon wieder Yomil? Nehme ich. Los, jetzt triff es. Hallo. Hey, du bist Ishik von den Fremden, stimmt's? Ja,
Freut mich, dich zu treffen. Wow, cool. Ich bin Yamil. Was ist denn das für ein Spiel, Jungs? Es ist kein Spiel. Mein Vater ist eine Schlangenwache, ein Priester. Ich habe sein Messer genommen, um es meinen Freunden zu zeigen. Und Jimai hat's gesehen. Jimai weiß, was mein Vater mit mir machen würde und hat das Messer darauf geworfen. Er steckt fest. Oh, vielleicht kann ich was tun. Wow, wirklich? Danke. Okay, das haben wir schon. Jetzt weiß ich wenigstens wofür. So, danke. Wofür diese Klippe immer war. Hep. So. Danke, Ishik. Gern geschehen. Hey, Moment mal. Die Erwachsenen hier verjagen uns immer. Du hast uns geholfen. Was willst du? Ruhe, ich rede mit ihr. Gut. Was willst du, Ishik? Also, können wir zum Dank irgendwas für dich tun? Ich möchte Kuali helfen. Du kommst zu spät. Er wurde zum Tode verurteilt. Wir können nichts tun. Und Chimaye, die Wache, hasst dich. Würde Chimaye dich verfolgen, wenn du ihn ärgerst? Warum? Wenn er nicht auf seinem Posten ist, kann ich zu Kuali. Klar, das ist gut. Oh, sag Kuali, wir treffen uns in der Höhle. Er weiß, wo das ist. Dort ist es sicher für ihn. Mach ich. Gehen wir. Asto, Raimi, mir nach. Samin, du deckst uns. Und danach zur Höhle. Zurück, Ishik. Wir machen dir den Weg frei. Chimai, du Feigling. Du wirst als Sklave enden. Spüre meine Klinge. Ja, und Lama-Köttel sind köstlich. Lauf, lauf! Bestraft werden. Es waren nur Kräuter. Bitte, ich arbeite... Dein Bruder hat mir von dir erzählt. Wer bist du denn? Jemand, der helfen will. Ich habe das alles doch nicht gewollt. Ich wollte nur, dass meine Mutter wieder gesund wird. Wo sind die Kräuter? Gib sie mir. Ich heile deine Mutter. Geh, deine Freunde warten in der Höhle auf dich. Denn nicht mal Taschen. Danke. Hier sind die Kräuter. Ich renne so schnell ich kann. Okay. So, jetzt ist hier nichts mehr versteckt. So, den Baum looten wir natürlich noch. Zack. Ich weiß wenigstens wohl, was dieser blöde Vorsprung mal war. Hätte vorher keinen Sinn gemacht. So, mit der hatten wir schon geredet. Drüben soll ich hin. So. Zum Markt brauchen wir noch nicht. Wir haben eigentlich noch relativ viel. Waren wir hier schon mal? Hast du Paimo gesehen, Ishik? Dummkopf. Glaub, die Götter bestrafen ihn. Fauler Mistkerl. War ich hier schon mal? Aber in diese Ecke war ich noch nicht. Naja. Sagte ich nicht, du sollst gehen? Kuali ist sicher und ich habe die Kräuter für deine Frau. Wirklich? Und willst du sie damit heilen oder um das Königshorn feilschen? Hier, die helfen dir. Sei gesegnet, Ishik. Kabil, du benimmst dich furchtbar. Gib ihr das Horn. Hier, mit Respekt für den künftigen König. Danke für einfach alles. Danke. Okay, schön. Haben wir das auch schon mal gemacht. Wenn wir jetzt noch das mit den Einis finden würden, da fehlen noch einige. Aber das wird uns ja irgendwie nicht so richtig markiert. Nicht so wie diese Quest. So. Oh, jetzt hängt er fest. Glaube ich ja nicht. So, einmal nach oben. Ah, was nehmen wir mit? Wenn wir schon mal hier sind. Ah, das auch.
Am Ende ist es alles Geld, was wir brauchen können. So, dann sind wir wieder in unserer Höhle. Wir können ihm das letzte Horn teilgeben. Sehr cool. Du bist als Erste zurück. Jonas Geschichten über dich sind wahr. Das Königshorn, wie gewünscht. Hat Kabil dir Ärger gemacht? Du hattest recht mit seiner Frau. Sie weiß wirklich, wie man mit ihm umgeht. Danke hierfür, Lara. Gerne. Uchu, was meintest du damit, ich wäre als Erste zurück? Die Männer, die anderen Dinge holen sollten, sind vor 3 Tagen aufgebrochen. Und noch nicht zurück. Glaubst du, ihnen ist was zugestoßen? Quenti macht mir die meisten Sorgen. Er ist jung, risikofreudig. Springt ins Wasser, ohne vorher zu prüfen, wie tief es ist. Den Typ kenne ich. Jonah. Jonah hat recht. Das beschreibt Quenti perfekt. Ich hätte Quenti nie zu dem verdammten Ort schicken sollen. Zu welchem Ort? Der alten Zisterne. Dort werden Mankos Überreste vor dem Kult versteckt. Wer ist Manko? Der Bauer, der die Vorfahren von Zairi und Amaru vor Jahrhunderten aus Cusco in Sicherheit geführt hat. Wir nennen ihn den Bauernretter. Wir brauchen sein Amulett für die Krönung. Warum wurde Manko versteckt? Mankos Anhänger sind bekannt als der Orden des Bauernretters. Daraus entstand diese Rebellion. Als der Kult von Kukulkan die Macht übernahm, wollte er den Orden vernichten. Manko wurde an einen geheimen Ort gebracht und bewacht. Aber mit dem Niedergang des Ordens schwand auch die Erinnerung an diesen Ort. Wenn du willst, könnte ich nach Quenti suchen. Du hast schon viel getan. Das Königshorn zurückzubringen war eine große Geste der Freundschaft. Es ist wirklich kein Problem. Vielleicht zeigt Quenti mir die besten Klippen zum Springen. Bitte ermutige ihn nicht. Der Eingang zur Zisterne ist eine Höhle über dem weißen Baum. Folge der Spur. Sie wird dich hinführen. Ermutige ihn nicht noch. Schön. Oh, 350. Ja. Wir haben erstmal das mit dem Horn fertig gemacht. Scheinbar scheint das erste Teil zu sein. Cool. Ist mir vorher noch gar nicht so richtig aufgefallen. Und hier werden wir gefangen gehalten. Oder Jonah zumindest. Krass. Gefällt mir. Aber wir werden erstmal Schluss machen für heute. Und dann, ja, erstmal die Nebenquest machen, denke ich mal. Wir haben ja noch seine Aufgabe und eigentlich noch die andere. Omelette des Retters, genau, da müssen wir auch noch hin. Da gehen wir dann irgendwann später hin. Ja doch, wir werden hier erstmal noch ein bisschen die Nebenquest machen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.